Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von der Dominion Malta Kampagne. Wir spielen hier aktuell noch auf der Malta-Karte und sollen jetzt aber, also wir hatten hier 2 Sterne erreicht beim letzten Mal und sollen jetzt rübergehen auf die Insel San Marie. Und deswegen müssen wir da mal hin. Ach, da oben sollen wir jetzt hin, okay. Dann haben wir 6 Millionen und da ist noch nichts aufgebaut, also da ist die Bewertung noch bei 0 Sternen. Da unten sehen wir jetzt auch das Frachtschiff. Also hier sind wir gerade, San Albertus. 2,2 Millionen, 2 Sterne. Und in das Frachtschiff kann man dann wahrscheinlich Sachen oder so lagern. Die hier ist noch nicht freigeschaltet. San Egidius. Oh, wir gehen jetzt aber mal rüber. Zur Insel. Dieser Ort ist doch ideal, nicht wahr? Und noch dazu liegt er ziemlich geschützt. Diese Mittelmeerinseln haben natürliche Barrieren. So bleiben die Dinosaurier drinnen und alles Unerwünschte bleibt draußen. Ich weiß, Meeresreptilien zu halten ist gar nicht so leicht, aber hier brauchen wir uns keine Sorgen machen. Sehen Sie diese Wasserfläche da? Die können wir nutzen. Unsere Reptilien meine ich. Gut, dann mal los. Ich glaube, Dr. Dua wartet schon. Wir werden weiterhin mehr Tiere brauchen. Und die beste Möglichkeit, sie zu bekommen, bleibt erstmal die Börse. Ja, da haben wir schon das nächste neue Tier, was wir bauen sollen. Oder nicht bauen sollen, sondern erwerben sollen. Den Morus Intrepidus. Da gehen wir mal in die Börse direkt. Das geht hier echt Schlag auf Schlag. Ah, das war falsch. Da ist die Börse. Und da haben wir 6-mal den Morus. Und das ist gut für die Behörden. Diese Morus wurden von einer australischen Farm befreit. Großartige Persönlichkeiten, die nur ein wenig Zuwendung brauchen. Das klingt doch ganz gut. Die sind ja auch winzig. 450.000. Anziehungskraft steht auch dabei. Oh, interessant. Ist das jetzt dann für alle 6? Wahrscheinlich, ne? Ich denke mal, die machen wir dann hier rein. Oder ansonsten steht hier noch nichts auf der Karte. Vertragen die sich mit dem? Transport in Gange. Wenn nicht, haben wir jetzt einen großen Fehler gemacht. Okay, wir haben unsere neuen Tiere. Ein Pferchen und ab dafür. Moment, das meinen Sie doch nicht ernst. Ich denke, Cabot will sagen, dass wir passende Gehege in der richtigen Umgebung für Sie brauchen. Sehen Sie, die Frau Doktor hat mich verstanden. Mr. Lambert, etwas Hilfe? Ich bin da. Sagen Sie mir nur, wo es hingeht. Produktzustellung bestätigt. Wir machen erstmal so ein Ding hier hin. Und dann machen wir schon mal das Ranger-Team dahin. Und auch die MBU. Ich hoffe echt, dass es klappt mit denen. Aber ich glaube, die zählen als Aasfresser, kann das sein? Sieht zumindest vom Symbol so aus. Das kleine. Also könnte funktionieren, oder? Wartet mal. Nee, das ist Terry. Ich hoffe einfach mal, dass die dazu zählen. Das sieht vom Symbol halt echt so aus. Könnt ihr auch wahrscheinlich hier gucken, ne? Oh, der mag alles. Außer die Hybriden von Dr. Wu. Das ist ganz gut. Das heißt, das könnte funktionieren hier. So ein Mischgehege zwischen dem Morus und dem Ceratops. Ich meine, was soll der Kleine hier auch machen? Der ist winzig. Also der würde, glaube ich, nicht den Nasutoceratops angreifen. Wenn, dann würde der Nasuto die platt machen, die Kleinen. Kann man ja nicht mal mehr sehen, wenn die im hohen Gras sind. So, kommt der jetzt schon her? Ja, der kommt hergefahren, das ist gut. Weil den Scan, den brauchen wir gerade. Wir müssen nämlich jetzt dafür sorgen, dass die eine gute Komfortbewertung haben. Die haben auch schon keinen guten Komfort. Da können wir eigentlich schon mal beigehen. Produkt wurde transportiert. Blätterboden. Das ist ja das geringste Problem, sag ich mal. Tauschen wir einfach hier so ein paar aus. 100%. Denen geht's schon mal gut.
Und dann brauchen wir natürlich auch noch den Moros. Dem fehlt nur Fleisch. Und Sand. Und Wasser fehlt dem auch, aber das hat er wahrscheinlich einfach nur noch nicht erkundet. Ja, das ist da hinten. Dann muss er einfach das Territorium noch ein bisschen erweitern. Und dann würde ich sagen, machen wir nochmal schnell einen Fleischfutterspender. Ziegen können die ja auch jagen, aber ich glaube, die brauchen die nicht dringend. Deswegen lasse ich die erstmal weg. Weil das schon cool wäre, wenn die ab und zu so eine Ziege jagen. Ah, wir lassen es aber. Können wir uns vielleicht nachher oder so nochmal angucken, würde ich sagen. Dann machen wir mal noch ein bisschen Sand. Echt, das will ich den hier unterpinsel eigentlich? Aber gut, das zählt halt auch. Ist ja richtig entspannt. Ist halt kein Wasser. Vielleicht zeichne ich hier vorne einfach auch nochmal Wasser hin. Während die Wasserquelle da hinten ist auch kümmern, echt doof. Sollten auch andere sie ansehen können. Eine Tour. Von Tourismus und Reisen haben Sie ja Ahnung. Richtig, Kayla? Also, ich transportiere die nur. Die ganze Tourismuskiste, das ist Ihr Ding. Ein Balanceakt. Wir nutzen natürlich die Tiere dabei aus. Aber damit generieren wir Gelder für Forschung, die den Tieren zugutekommt. Klar, so kann man das wohl auch sehen. Und je mehr die Öffentlichkeit die Saurier sieht, desto besser für sie. Also verbessern wir unsere Saurier-Sichtbarkeit und sehen dann weiter. Ey, guck mal, da bin ich schon dabei. Ich habe nämlich jetzt das Wasser von da hinten, wo es nicht sichtbar ist, nach hier vorne gemacht. Das heißt, die ganzen Saurier und so kommen dann auch eher in den Sichtbereich. Macht ja keinen Sinn, ne, solche wichtigen Wasser- und Nahrungsquellen halt außerhalb von dem Sichtradius zu machen. So ist halt viel besser, den mit zentral im Gehege. Ach, damit war was ganz anderes gemeint. Wir sollen eine Truck-Tour bauen. Ja, noch besser. Aber es ist trotzdem gut, dass ich das jetzt dahin gemacht habe. Ah, die müssen wir erst erforschen. Das heißt, wir brauchen Mitarbeiter mit dem Zahnrad. Das kriegen wir hin. Ja, Logistik ist doch schon mal gut. Senkt die Kosten für Forschung, der ist ja ideal. Nochmal senkt die Kosten für Forschung. Nochmal. Dann können wir auf dieser Insel ja richtig gut forschen, wenn wir jetzt schon zwei davon haben. Man kann das ja auch so ein bisschen inselübergreifend machen, das ist ja ganz angenehm. Das heißt, ich könnte zum Beispiel auch alles hier später auf dieser Insel erforschen und damit rübernehmen auf die anderen Inseln. Ich kann jetzt aber auch schon mal so ein bisschen Läden und so machen, wenn wir gerade dabei sind. Einfach mal an den freien Spots schon mal ein bisschen was platzieren. Anpassen kann man die am besten erst später. Weil manchmal hat man Missionen, dass man das erhöhen muss. Und dann ist es doof, wenn man das schon vorher angepasst hat. Deswegen lasse ich die jetzt erstmal so die Leben. Toilette brauchen wir auch noch. Und einen Schutzraum auch. Hier wieder alles nicht. Hier passt es aber. Und dann noch den Schutzraum. Machen wir den mal hier hin. Ah, und Kraftwerk brauchen wir noch. Oh Gott, das darf ich immer nicht vergessen. Wir sind wieder auf Notfallstrom. Das ist immer schlecht. Das heißt, wir müssen gleich unbedingt das... Ach, wir brauchen das ja nicht erforschen. Ich war gerade verwirrt. Das hatten wir ja schon erforscht auf der anderen Insel. Ist ja übergreifend. Wir können einfach das Kraftwerk bauen. Ah, das ist so praktisch, dass man das nicht nochmal neu erforschen muss. Und dann können wir schon mal ein schönes Stromnetz machen für alle Bereiche. Das hätte ich eigentlich schon viel eher machen müssen, hatte ich auch gerade wieder vergessen. Das ist halt immer richtig wichtig, finde ich. So, und dann hier wieder so ein Ding hin. Dann da vorne nochmal ein Ding hin. Ja, wir müssen uns jetzt einmal auch um die ganze Bucht herum schlängeln damit, weil da hinten sind ja auch noch Beobachtungsgalerien. Ich mache es hier erstmal so, weil wir da noch keine Gebäude stehen haben, aber später kommen dann da auch noch diese Umspannwerke hin.
Nach oben brauchen wir erstmal noch nichts, aber wir könnten schon mal die Strommaste nach oben machen. Nicht, dass wir das dann später vergessen. Dann denken wir auf jeden Fall daran, dass wir hier oben noch Strom brauchen. Dann, wenn das gleich alles fertig ist, können wir die Truck-Tour machen. Da haben wir sie. Habe ich mir natürlich jetzt nicht überlegt, wo ich die anfangen möchte und so. Ich habe jetzt alles schon sehr zugebaut. Vielleicht hätte ich da ein bisschen besser organisieren müssen. Aber ich bin ganz ehrlich, ne? Also, wenn wir mal planen. Hier in dem unteren Bereich, hier ist ja kaum Platz zum Bauen. Es macht halt eher Sinn, die Traktor hier oben zu haben. Oder, ja gut, wir machen wahrscheinlich einfach jetzt eine Traktor einmal durch dieses Gehege, ne? Ja, das wird so eine Mini-Traktor. Vielleicht können wir dann da oben nochmal eine machen. Es macht halt keinen Sinn, von hier unten nach oben zu gehen. Ist ja auch okay, wenn man mal eine Traktor hat, die nur durch ein Gehege geht. Machen wir einfach hier einmal schön am Rand entlang. Wunderschön. Es fehlen mir aber hier ein paar Bäume, muss ich sagen. Es sind gerade viele Bäume verschwunden. Aber man kann ja zum Glück auch so ein paar Bäume pflanzen. Das ist immer ganz angenehm. Finde ich sogar richtig cool. Also gerade diesen Baum finde ich mega. Und den hier. Die beiden sind richtig schön. Wir können auch noch mal ein paar größere machen. Warum nicht? Und jetzt Push am Bau. Ja, perfekt. Oh, guck mal. Keine Verantwortung übernehmen dafür, dass wir gepusht haben. Da verlieren wir dann minus 15. Das ist echt viel. Oder wir verlieren 500.000 und Publicity-Bewertung 10. Nehmen wir mal das mit dem Geld. Das können wir wieder reinholen. Das nächste Ziel hat es in sich, aber du solltest es schaffen. Es gibt jedoch nur einen Weg, das herauszufinden. Deine Entscheidung. Fotografiere einen Dinosaurier. Klingt doch ganz gut. Es wäre natürlich jetzt praktisch, wenn wir das direkt hinbekommen würden. Ich glaube, schlafen ist auch so das Schwierigste, was man einfangen kann, weil ich glaube, die wachen gerne auch mal auf, wenn man da mit dem Truck reinfährt. Gilt das schon? Ja. Nasute Ceratops, der schläft. Oh, wie lucky ist das denn? Ich wollte jetzt auch nicht näher ranfahren, weil sonst wacht er halt nachher noch auf. Aber dann haben wir die Mission auch geschafft und haben jetzt auch hier Plus bekommen. Richtig gut. Sorge dafür, dass die Saurier aus dem folgenden Gebäude sichtbar sind. Sind wahrscheinlich die Moros. Dann müssen wir dann nur noch die Wegverbindung machen. Ich finde die Traktor übrigens richtig cool, optisch. Sollen wir mal teilnehmen? Oh, was war das denn? Oh mein Gott. Habt ihr das gerade gesehen mit dem Kiefer? Okay, diese Menschen sind echt absurd. Bitte vermeiden Sie plötzliche, laute Geräusche. Wo bin ich denn hier gelandet? Tiere verängstigen könnten. Oh mein Gott. Ich bin in einem Horror-Truck gelandet. Ey, das ist richtig gruselig. Vor allem sind das Drillinge. Ah, das ist ein Nasute Ceratops. Wie schön. Die ersten Folgen des
Komm, spieß sie auf, sie haben es verdient. Oh Gott, der Kiefer. Oh mein Gott, ey. Aber die hupen jetzt auf die Tracks, habt ihr es gesehen? Das haben die vorher sonst nicht gemacht. Oh oh. Alles Leben beginnt im Wasser. Also ist nichts passender, als ein paar Meeresreptilien zu beschaffen. Die Börse sollte haben, was wir brauchen. Ja, hat sie. Es gibt sogar ziemlich riesige Tanks. Man könnte meinen, da unten gäbe es wirklich alles. Gut. Holen wir sie. Jetzt hat er nicht gehupt. Ich dachte, die hupen auch, um die zu wecken. Ah, jetzt. Vielleicht wird er weggerammt, weil er diese Stress. Tu es. Ich würde es auch tun, Nasuto. Ach, schade. Er rennt leider weg. Ja, Ichthyosaurus sollen wir machen. Das heißt, wir lassen jetzt was frei in die offene Lagune. Einfach ins offene Meer. Damit sie hoffentlich Menschen fressen. Können wir die denn ausbrüten oder müssen wir in die Börse? Wir müssen in die Börse, ne? Aber wir sollen die auch kaufen, die in der Börse. Hab ich gar nicht gelesen. Das heißt, wir gehen dort mal rein. Und haben hier die 7 Ichthys. Plus 2 bei den Behörden. Wir haben diese Saurier von einer Zuchtfarm in Mitteleuropa gerettet. Sie brauchen viel Ruhe und Regenerationszeit. Die können sie bei mir kriegen, in meiner offenen Lagune. Kein Problem. So. Dann kommen sie jetzt aus dem Schwarzmarkt. Ne, Schwarzmarkt war es ja nicht. Das war ja offiziell von den Behörden. Mit diesen Dinosauriern sind wir ins kalte Wasser gesprungen, was? Technisch gesehen sind es Reptilien. Schwimmen würde ich trotzdem nicht mit ihnen. Da ist was dran. Unser Ziel ist, dass sie es schön haben. Und nicht rauskommen. Zumindest sind die Tiere ans Wasser gebunden, nicht wahr? Bleiben sie an Land, dann ist alles gut. Die Lüge habe ich schon mal gehört. Na, guck mal, Lagunenfutterstation, die sollten wir vielleicht dann direkt anbringen. Beziehungsweise müssen wir, glaube ich, noch erforschen. Ja, da stand nur, dass wir einen Knoten freigeschaltet haben. Das heißt, wir gehen mal kurz hier rein. Ne, hier können wir das nicht anklicken. Aber ich glaube, wenn wir hier hingehen, dann sind wir schon richtig, oder? Ne, auch nicht. Dann müssen wir einmal hier hin. Wir brauchen das hier. Und das aussieht wie so ein Haifieder. Aber ich glaube, vielleicht sind das auch beide. Aber hier fehlt uns noch das Plus. Das heißt, wir brauchen erstmal noch neue Mitarbeiter. Reduziert das Gehalt? Nee. Vielleicht gibt es noch was Besseres. Verringert die Aufgabendauer für Veterinär. Ja, ist auch langweilig. Dann nehmen wir doch das mit Gehalt, weil so ein 2-2-2, so ein, der in allen ganz gut ist, den kann man immer gebrauchen. Und dann sollten wir eigentlich direkt in die Forschung gehen. Oh mein Gott, okay, wir brauchen ein Wissenschaftszentrum. Ich dachte, wir haben das schon. Haben wir nicht vorhin schon was erforscht? Uns fehlt Strom. Oh, ich habe das Kraftwerk nicht verbunden. Ja, ich merke schon, heute gut organisiert hier. Aber wieso fehlt uns immer noch Strom? Ja, weil die Generatoren ausgefallen sind. Aber ich habe doch jetzt Strom. Und die brauchen auch eine gute Komfortbewertung. Kann hier schon mal... Ach, schon zugewiesen? Okay. Das hier auch. Nee, das können wir auch zuweisen, dass die das selber dann machen. Und wir müssen auf 2 Sterne gehen, das ist auch gut. Gastkomfort aufrechterhalten. Ja, man baut hier wirklich so ein bisschen selber. Das finde ich echt praktisch. Ich kann schon mal nebenbei anfangen, ein weiteres Gehege zu bauen, weil das werden wir auf jeden Fall brauchen. Ich denke mal, ich mache hier vorne eins hin. Können wir schön eine Beobachtungsgalerie einbauen. Hier an der Seite auch. Dann besorgen wir uns da gleich was. Mal gucken, was wir auf dem Markt finden. Ich hätte ja wieder Lust auf einen Fleischfresser. So einen mittelgroßen. Die sind immer sehr hilfreich, gerade am Anfang. Wenn die eine gute Bewertung haben und viele Leute davon halt angezogen werden. Es könnte aber schon zu klein sein. Das müssen wir dann mal schauen. Je nachdem, was dort reinkommt. Oh mein Gott, jetzt checke ich, warum das hier nicht klappt. Hier wurde einfach ein Mast nicht gesetzt. Ich glaube, jetzt ist gleich alles mit Strom versorgt, hoffe ich.
der irgendwie verkackt beim Bauen. Das scheint immer noch nicht zu funktionieren. Verstehe ich nicht. Warum sind jetzt hier Sachen noch... Okay, das sind die da oben. Das ist aber okay, dass die nicht versorgt sind. Aber dann sollte es jetzt klappen mit der Forschung. Dann habe ich den Fehler jetzt gefunden. Ich sag's euch, diese Notstrom-Dinger sind echt nicht gut. Die sorgen nur für Verwirrung. Wir nehmen die beiden auch mit, auch wenn es unnötig ist. Einfach, dass eine billigere Forschung entsteht. Und selbstloses Gehalt ist auch immer gut. Haben wir auch Geld. Und dann machen wir das schnell, damit unsere Ichtis auch was zu futtern haben. Jetzt können wir schon mal hier oben weiterbauen in der Zeit. Produkt wurde zugestellt. So, an der Stelle deckt er beides ab. Eine Wegverbindung brauchen wir natürlich auch noch. Und dann können wir eigentlich schon mal in den Markt nochmal gehen. Und mal gucken, was wir da erwerben können. Also wir können nicht zu viel Geld ausgeben. Oh, aber so Camarasaurus wäre schon cool. Wird nach einer traumatischen Ereignis in seinem letzten Zuhause in eine entspanntere Umgebung umgesiedelt. Klingt eigentlich gut. Hier mit den die roten, also mit dieser schlechten Verkäuferbewertung, den traue ich nicht. Ich habe gerade halt auch nicht genug Geld, um das auszuprobieren. Also ich denke mal, ich nehme den Camarasaurus, weil der hat einen guten Preis, gute Bewertung und sowas. Also, why not? Jeder gekaufte Saurier ist ein Saurier, oh, das ist den nur wir einer. Gerettet haben. Oh mein Gott. Dann liegt es an dir, kann der alleine leben? Sonst habe ich ein Problem. Dann habe ich jetzt Mist gebaut. Oh nein. Haben wir es jetzt verkackt? Also wenn der nicht alleine leben kann, haben wir ein Riesenproblem. Transport abgeschlossen. Dann wird es schwierig. Ich hätte gerne hier oben auch eine separate Unterstützungsanlage, muss ich sagen. Aber hier am Rand irgendwo. Einfach, dass sie nicht da immer den Weg hochfahren müssen. Muss ja nicht sein. Ich mache dann hier auch nochmal Stromversorgung hin. Aber wirklich, dass der alleine kann. Also hier steht auf jeden Fall noch nichts, dass er unglücklich ist. Wir machen jetzt mal erstmal Wald und so. Und dann gucken wir mal, dass das passt. So, Wald. Ja, ein bisschen erkundet er gleich noch. Das passt dann eigentlich. Blätterbaum. Und Nüssebaum. Auch immer so viel, ne? Weiß nicht, ob ich das hier alles unterkriegen kann. Blätterbaum braucht er auch noch. Zählt halt auch nicht zu Wald dazu. Ist so übertrieben. Man muss einfach das ganze Gehege vollklatschen. Das könnte funktionieren, aber da muss halt auch gleich noch Wasser und so rein. Parkbewertung steigt. Sehr schön. Wissen ist Macht. Oh. Das nächste Ziel sollte dein Wissen erweitern und uns einen Vorteil verschaffen. Der Rest, nun, finde es selbst heraus. Okay, dann brauchen wir hier noch so einen Außenposten. Ich hoffe echt, dass es dem Camara gut geht. Fehlendes Wasser. Ich glaube, wir müssen es gleich noch größer bauen. Das echt unterschätzt. Sieht halt jetzt auch überhaupt nicht schön aus, ne? Eher zweckmäßig. Aber der Komfort ist gut. Also so viel Mist haben wir jetzt nicht gebaut, was das angeht. Was fehlt denen denn noch? Bestand ist auch gut. Ah, Gott sei Dank. Aber ich kann nicht ganz erkennen, was ihm fehlt. Wasser noch, ne? Das ist rot hier. Aber der hat doch Wasser. Oder ist das zu wenig? Ah, okay. Das scheint dann gereicht zu haben. Ja, lassen wir es erstmal so. Dann haben wir den schon mal untergebracht. Und dann könnten wir eigentlich noch mehr Spezies holen von der Börse. Vielleicht noch die Koritos. Die dürfen sich doch safe verstehen, die zwei Koritos. Auch der Nasutoceratops noch weitere.
Unbekannter Pflanzenfresser. 1,7 Millionen. Interessant, aber da haben wir das Geld gerade nicht für. Wir nehmen mal die Kuritos, auch wenn die einen schlechten Preis haben mit dem roten Zeichen hier. Packen die einfach hier mit rein und dann hoffen wir mal, dass das passt. Das, was halt schwierig sein könnte, ist vom Platz her, dass wir da nicht noch die Nahrung für den unterbringen können. Das könnte ich mir halt vorstellen, aber ansonsten können wir einfach hier doch das Ding erweitern. Nochmal so einen Ticken größer machen, das Gehege. Dann nach hier hinten auch den Platz ausnutzen. Können wir einfach hier ein großes Mischgehege machen und dann wird uns das später auch sehr helfen bei den Missionen. Um wieder neue Dinos und so holen. So, guck an. Geht's dir noch gut? War nicht mehr ganz 100%. Aber wir können jetzt hier nochmal Nüsse, Bäume und so da hinten an den Rand machen. Und dann bist du auch wieder auf 100%. Und dann hier vorne können wir dann auch noch ein bisschen was für den Kurito machen dann. Das ist einsam, oh nein. Habe ich jetzt hier den Fehler gemacht? Oh, das ist nicht gut. Ich sollte mich vorher informieren, das ist gar nicht gut. Gibt es hier noch Kuritos? Keine Kuritos. Wie komme ich denn jetzt an solche ran, damit die nicht mehr einsam sind? Anfragen, kann ich hier Kuritos verkaufen? Fünfmal beliebige Saurier. Okay. Dreimal Pflanzenfresser. Das hört sich doch gut an. Leute, ich habe jetzt eine Idee. Wir verkaufen jetzt die drei, die wir gerade ins Gehege gepackt haben und holen dann das Überraschungspaket mit 7 Pflanzenfressern. Für das Geld. Komm, das probieren wir aus. Let's go. Wie kann ich das denn jetzt machen? Ah, muss Dreadnoctus, muss die Spezies mögen. Oh nein. Aber wie packe ich die denn dann für dieses Angebot? Okay, nichts ist geeignet dafür. Ah, oh, Mist. Was habe ich mir besser vorgestellt, als es im Endeffekt war. Guck mal, ich kann nicht mal das hier machen. Ich glaube, ich muss sie erst aufs Frachtschiff packen. Sollen wir es mal testen? Ja, wahrscheinlich muss ich die dann einfach betäuben, oder? Diese Strommasten. Sieht echt nicht schön aus. Ja, ich muss später hier auf jeden Fall noch ein bisschen überarbeiten. Das ist alles nicht so nice. Aber erstmal muss der Park laufen. Dann können wir uns um andere Sachen kümmern. So, den haben wir betäubt. Wo sind die anderen? Müssen doch auch hier irgendwo sein. Ich bin ehrlich gesagt am Überlegen, ob wir den Kamara nicht doch behalten und gleich nochmal gucken, ob wir irgendwie einen anderen Pflanzenfresser kriegen. Den Kamara mag ich eigentlich echt gerne und der kommt ja auch alleine klar. Der ist halt schön pflegeleicht. Nicht so wie hier diese blöden Kuritos. Warte, ich krieg's nicht hin. Okay. Ja, ich guck erstmal. Den Kamara betäube ich jetzt mal nicht. Aber die anderen beiden würde ich halt jetzt gerne. Mach mal Mehrfachauswahl. So. Auswahl festlegen. Zum Frachtschiff schicken. Okay. Bestätige Anfrage zur Produktabholung. Jetzt werden die abgeholt. Das ist schön. Ich gucke jetzt nochmal kurz in dem Markt, ob ich da noch irgendwas finde. Ein Pflanzenfresser. 7 Gallimimos. Die werden auch chillig, ne? Aber schlechte Bewertung. 33%. Da fallen wir bestimmt auf die Schnauze. Wir könnten auch noch mehr Nasuto Ceratops uns holen. Aber es ist auch 800.000. Das ist mir echt zu viel, ne? Nee, dann nehmen wir doch den Kamara. Will das halt jetzt mal ausprobieren. Dann ist der Kamara halt weg. It is what it is. Gut, dass er betäubt. Dann markieren wir den mal. Und zum Frachtschiff. Produkt wird eingesammelt. So, jetzt haben wir 2 von 3. Ich hoffe, das zählt jetzt dazu. Kann natürlich sein, dass der sich nicht verträgt. Weil Sauropoden untereinander machen gerne mal Faxen. Und es kann halt sein, dass der keinen Bock hat auf den Kamara.
werden wir gleich sehen, ob sich hier die Zahl erhöht oder nicht, wenn der jetzt wegfliegt. Los, verschwinde. Schade, dass hier kein Frachtschiff steht, das hätte ich gern gesehen. Ne, der zählt nicht. Das ist belastend. Okay, das heißt, wir können diese Mission noch nicht machen. Aber immerhin haben wir jetzt den großen Vorteil, dass wir Produkt wurde eingesammelt. Die Kuritos hier nicht mehr haben. Und dann machen die keinen Ärger, weil die halt nicht glücklich sind. Ach, das heißt, ich würde jetzt aber nochmal investieren. Sollen wir jetzt einfach mal ein Risiko eingehen? Wir müssen ja ein bisschen das Ganze testen. Deswegen würde ich sagen, holen wir jetzt uns einfach diese Gallimimus. Ich verkaufe diese Saurier aufgrund von persönlichen Umständen. Sie brauchen dringend ein neues Zuhause. 33% Käuferbewertung. Mal sehen, was passiert. Zustellung abgeschlossen. Ich glaube, wir werden beschissen. Irgendwas wird mit denen sein. Die haben eine Krankheit oder so bestimmt. Ja, es war so klar. Das war so klar. Ja, super. MVU haben wir natürlich hier oben auch nicht gebaut. Muss hier auch hinmachen. Nützt nichts. Bau die aber. Ich will eigentlich hier den Platz nicht verschwenden. Für Besucherlehnen wollte ich ja noch ein bisschen Platz lassen. Ich mache es einfach ein bisschen weiter nach hinten. Einfach so. Genau. Kommt die dahin. Hier wird dann später der Weg noch lang kommen. Passt. Dann machen wir auch einmal hier noch ein Umspannwerk hin. Aber bis jetzt ist es halt nur einer, ne? Ich hoffe, das sind nicht alle. Das wäre halt ärgerlich. Aber wir könnten auch klug sein, wenn das wirklich nur der eine ist. Das wäre chillig. Dann könnten wir den einfach wegschicken. Dann wären wir auch ein Verkäufer mit schlechter Bewertung. Ich sag's euch. Wo ist er denn? Welcher ist der mit dem Leiden? So, sollten die glücklich sein. Den schicken wir jetzt ganz schnell weg gleich. Lesen Sie sich das neue Ziel durch und sagen Sie mir dann, dass Sie es angehen. Ja, komm hier. Kaufe was von der Börse, werden wir eh gleich machen. Wenn wir die Mission hier abgeschlossen haben. Der kommt jetzt aber zum Frachtschiff. Bitte nichts mehr anstecken. Bring ihn schnell weg. Das haben wir wirklich gut gemacht gerade. Produkttransport wird durch. Fehlende Schutzräume für die Gäste. Aber den Gästen bin ich ja auch gerade noch nicht, Mensch. Ich baue jetzt schon mal hier einen hin. Warum nicht? Und eine Toilette kommt hier vorne auch hin. Haben wir schon mal den Platz ein bisschen genutzt. Das ist doch schön. Und dann können wir auch schon mal Besucherläden hier machen. War zumindest der Plan, dass sie hier noch hinkommen. Ich muss sagen, bis jetzt dieses Handelssystem finde ich sehr interessant. Also ich habe da gerade meine Freude dran. Ich hoffe, das bleibt dann auch so spannend. Oh nein. Salmonellen. Okay, das hat aber nichts mit dem anderen zu tun. Infizierte Nahrungsquelle. Okay, das heißt, wir müssen einmal mit dem Ranger-Team dorthin. Regenschirm rumlaufen. Ist das neu? Alter, der Wagen fährt sich richtig kacke, wenn es regnet. Obwohl der so breite Reifen hat. Eigentlich sollte den das gar nicht groß stören, wenn es nass ist. Kann gut sein, dass wir das gleich einmal fotografieren müssen. Erstmal desinfizieren. Ich hätte, ja, zu spät mit fotografieren. Aber müssen wir auch nicht. Okay. Das heißt, wir können jetzt in die Forschung gehen und dann einmal Medizin und Salmonellen erforschen. Dann nehmen wir hier billigere Forschung. Und los geht's. Danach heilen wir die dann. Okay, das scheint hier nicht geklappt zu haben. Red Nuptus muss die Spezies mögen. Ja, welche Spezies mag der denn? Das ist jetzt schlecht.
Das heißt, ich habe jetzt einen Gallimimus, aber den können wir irgendwann mal zum Handeln benutzen. Ich lasse den jetzt erstmal weg. Das ist ärgerlich, dass das hier alles nicht so klappt. Egal, dann haben wir jetzt die Gallis. Ist ja auch erstmal in Ordnung. Dann würde ich sagen, kümmern wir uns jetzt erstmal ein bisschen um den Gastkomfort und sowas, weil das wird ja auch helfen, die Sternebewertung und so zu erhöhen. Machen wir hier mal schnell die Module rein. Das ist immer eine nervige Aufgabe, aber die gehört halt auch dazu. Machen wir mal so. Ja, die Komfortbewertung ist irgendwie auch noch kacke bei irgendwas. Aber der Komfort ist jetzt beim Sturm eh blöd. Also das können wir gar nicht testen. Der geht jetzt runter, oder? Bei dem Sturm. Oh, Struktur beschädigt. Okay. Ist nur da hinten. Das ist alles entspannt. Ach, oh mein Gott. Die Ichthys. Ich habe sie ganz vergessen. Oh Leute, warum sagt ihr denn nichts? Habt ihr bestimmt schon 100 Mal in die Kommentare geschrieben. Gibt den Ichthys was zu essen? Oh nein, ey. Ja, mein Fehler. Wir machen hier mal ein bisschen dahin. Und dann geht es ihnen hoffentlich gleich besser. Salmonellen haben wir bekämpft. Das ist schon mal gut. Ja, da habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Es geht schneller, als man denkt, dass man Sachen vergisst. Wie der am Rutschen ist. Ich bin froh, dass ich den gerade nicht selber fahren muss. So, das wird repariert. Ist hier noch irgendwas kaputt? Ja, hier vorne ist noch was kaputt gegangen. Nicht genug Treibstoff. Och, komm. Ist doch ein schlechter Scherz. Das heißt, ich kann das gerade nicht reparieren. Aber wir haben es geschafft. Also der Sturm ist überstanden. War jetzt auch halb so wild. Ja, einmal hier alles auffüllen mit Treibstoff. Boah, 500.000 hat das gekostet. Ja, Benzinpreise sind, teuer. Einmal alles reparieren. Auch wenn es nur angeditscht ist, das macht nichts. Von hier oben kann ja auch mal eben der Ranger runterfahren, oder nicht? Kann ja auch mal ein paar Aufgaben übernehmen. So. Komfort ist auf jeden Fall hoch genug. Parkbewertung hat man nicht. Der Gastkomfort ist halt schlecht. Das heißt, wir müssen dort auch dann nochmal schauen, woran es liegt. Ja, die Anziehungskraft ist nicht so gut, weil man viele Saurier nicht sieht. Achten wir jetzt aber erstmal nicht drauf. Unterkunftsbewertung, stimmt, wir haben noch keine Hotels. Aber das hier ist auch schon gut, einkaufen und sowas. Ja, wir brauchen Hotels, Schutzräume und Toiletten. Das heißt, wir könnten hier oben mal so eine schöne Hotelanlage bauen. Und im besten Fall unten auch noch bei der Lagune. Ein schönes Lagunenhotel. Das Geld ist knapp. Wir sind bei 500.000 nur noch. Wenn wir jetzt das Hotel bauen, dann sind wir fast pleite. Aber können wir nicht ändern. Ist halt gerade sehr teuer alles. Ich würde hier gerne noch ein Hotel unterbringen, dann müssen wir das nochmal umbauen. Hier ist doch perfekt der Spot. Viel Auswahl haben wir da leider nicht, wo wir es genau hinmachen können. Aber das sollte schon mal helfen, dass die Unterkunftsbewertung dann gleich steigt. Das hier nochmal connecten. Okay, und dann können wir nochmal Toiletten checken. Oh, wir haben kein Geld mehr. Eieiei, ey. Das ist wirklich kritisch. Ja, da hinten brauchen wir nochmal eine Toilette. Machen wir die mal hier hin. Und eventuell auch oben. Kann auch sein. Ne, da oben ist abgedeckt. Ich denke mal, das Stück hier wird alles durch die Toilette gleich fertig sein. Ich mache hier hinten schon mal eine hin. Die werden wir nämlich auch noch irgendwann brauchen. Okay, jetzt haben wir wieder die Parkbewertung, aber das andere nicht. Hier in der Mitte kann ich halt nichts machen. Das wird immer rot bleiben. Ein Saurier läuft frei auf der Insel umher. Wie war das, Doktor? Bleiben Sie an Land, dann ist alles gut. Hä? Das einzig Erwartbare ist, naja, das Unerwartete. Wir können das kontrollieren. Kein Problem. Wir planen jede Möglichkeit ein.
Okay, toll. Also keine Panik. Außer Sie haben einen Panikraum. So wie ich. Und ich wünschte, ich wäre jetzt da drin. Okay, wir haben einen Dino auf der Insel. Ah, nee, wir müssen woanders hin. Wir müssen wieder zurück nach San Albertus. Ah, nicht auf dieser Insel. Okay. Ja, Leute. Das war dann aber die heutige Folge von der Jurassic World Evolution 2 Malta-Kampagne. Wir waren heute auf San Marie, heißt, glaube ich, die Insel. Ich schaue nochmal schnell nach. Ja, San Marie. Und beim nächsten Mal geht es wieder zurück nach San Albertus. Und da ist irgendein Dino, der da frei rumläuft. Da bin ich dann sehr gespannt drauf. Ich hoffe, die heutige Folge hat euch gefallen. Falls ja, würde ich mich selber ein Like freuen. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.